Hi Leute, ich bin Mailand, willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zurück zum Leone, dem einzigen italienischen Panzer in World of Tanks, der einen englischen Namen hat. Bevor ich über den Panzer an sich spreche, erstmal eine ganz kurze Einleitung. Wo zur Hölle kommt dieses Fahrzeug auf einmal her und wie zur Hölle kommt man denn daran? Der Panzer ist das neueste Premium-Fahrzeug in World of Tanks, auf Stufe 10 tatsächlich. Kein 8er, kein 9er, sondern direkt ein 10er. Und es ist der zweite 10er, den man sich einfach so direkt kaufen könnte, wenn man wollte. Es ist der neueste Panzer im Event Montagehalle, ganz genau so wie das letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, mit dem Objekt 780 passierte. Insgesamt werden 65.000 dieser Leons verfügbar sein, davon 22.000 mit einer einzigartigen Seriennummer und 43.000 ohne. Der Panzer kann auch wie letztes Jahr in der Montagehalle für Gold, Credits, freie Erfahrung, Anleihen, Blaupausen oder einem Mix aus all diesen Ressourcen gekauft werden. Sprich, einfach nur ein reines Cash-Grab-Event, in dem es darum geht, die Spieler, die sich über die Weihnachtszeit die Taschen vollgestopft haben, wieder schön abzumelken. Kurz gesagt ist der Leon, wie vielleicht auch der Name schon ein bisschen verrät und vor allem das Aussehen auch schon etwas verrät, ein Leopard 1 mit einem Revolvermagazin und ein paar feinen Besonderheiten, die ihn dann vom herkömmlichen Leopard 1 dann doch noch ein bisschen weiter abgrenzen. Geschichtlich solltet ihr vielleicht noch wissen, dass das, wie der Name auch und das Aussehen auch schon sagt, ein italienischer Prototyp war, der auf dem Leopard 1 basiert hat. Das heißt, die Italiener haben versucht, da Panzer zu bauen, aber das haben sie dann auch sehr schnell wieder sein lassen, denn das Ding ging tatsächlich auch nie in Serie. Einzigartig und eine super Gelegenheit von Wargaming war es, dass wir CCs, also Community-Kontributoren, im Vorab die Möglichkeit hatten, dieses Fahrzeug bereits zu testen. Also wir hatten Anfang des Jahres, glaube ich, 3 Tage Zeit, um dieses Fahrzeug bereits zu spielen und um uns davon einen Eindruck zu vermitteln, Eindruck zu machen und unser Feedback an Wargaming weiterzugeben. Das Feedback war durchaus positiv, so viel kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Alle Leute waren damit zufrieden und so kam dieser Panzer mehr oder weniger 1:1 ins Spiel. Ich bin mir an der Stelle nicht sicher, was Wargaming getan hätte, wenn das Feedback anders ausgefallen wäre, beziehungsweise der Panzer anders ausgefallen wäre, ob man den nochmal revidiert hätte oder in eine zweite Testphase gegeben hätte oder was auch immer. Aber zumindest schön, dass wir da schon mal ein bisschen schnuppern durften und das zeugt vielleicht davon, dass WG die Meinung der zumindest europäischen Community-Kontributoren nun doch etwas mehr schätzt. Aber das mal ganz mit Vorsicht dahingestellt erstmal. Okay, also was solltet ihr zum Leon wissen? Was hat er drauf? Sprechen wir als erstes über die Panzerung. Das ist beim Leopard 1 sehr schnell abgehakt, nämlich Butter, Pappe, Butter, Butter. Beim Leone ist es sehr ähnlich. Die Wanne ist komplett Butter, der wird nichts abprallen. Der einzige Unterschied liegt in der Panzerung der Kanonenblende, weil die ist beim Leon ähnlich groß wie beim Leopard 1, aber 260 mm oder noch stärker. Das ist gar nicht so verkehrt, das heißt, man kann hier und da durchaus Schüsse bouncen, man kann aber halt schwer die Schüsse der Gegner, sage ich mal, provozieren, weil die Geschützblende macht nur einen kleinen Teil des Turmprofils aus. Also es kann manchmal einen retten, aber groß damit was anfangen kann man wahrscheinlich nicht. Die Mobilität ist auch mit dem Leopard vergleichbar. Etwas langsamer würde ich sagen, der Topspeed ist nicht ganz das gleiche und auch die Beschleunigung, also das Leistungsgewicht ist nicht ganz das gleiche, aber er gehört definitiv mit zu den mobileren Mediums. Was dieses Fahrzeug aber wirklich besonders macht, ist weder die Panzerung noch die Mobilität, sondern die Feuerkraft, das heißt die modifizierte Revolvermechanik und genau da verbirgt sich auch das größte Potenzial dieses Fahrzeugs. Sprechen wir aber erstmal über den Alpha-Schaden. Der ist 420, was 60 mehr sind als von seinem italienischen Revolver-Magazin-Bruder, nämlich dem Brugetto 65. Und ich kann es euch gleich schon mal vorwegnehmen, mit den 420 Alpha kommt dieser Leone trotz 4,5 Sekunden Intraclip, was fast doppelt so lang ist wie beim Brugetto 65, auf beachtliche DPM. Also eine DPM, mit der man gut mitschwimmen kann. Das ist ja immer das große Problem der Auto-Reloader oder der Brugetto 65, dass das Ding einfach ewig nachlädt und man in diesen schnellen Gefechten gar nicht wirklich hinterherkommt. Was ihr jetzt hört, beziehungsweise meine Erklärung, ist vielleicht etwas überkompliziert, aber das System ist wirklich nicht ganz einfach zu verstehen. Aber ich versuche es mit gerundeten Werten so simpel wie möglich für euch
runterzubrechen. Beim klassischen Revolvermagazin wie bei dem des Progetta 65 ist es so, dass je leerer das Magazin, desto länger lädt der Schuss nach. Das heißt, der erste von vier Schüssen in ein leeres Magazin lädt 14 Sekunden nach und der letzte von vier Schüssen, also der das Magazin dann voll macht, lädt 9 Sekunden, also am kürzesten nach. Beim Leone ist es nun so, dass man das ganze System nimmt, umdreht und um eine Stelle verschiebt. Das klingt erstmal komisch, aber lasst es mich erklären. Auch hier lädt der erste Schuss in ein leeres Magazin am längsten nach, aber der nächste lädt dann nicht eins kürzer nach, sondern der lädt am kürzesten nach, nämlich nur 7 Sekunden. Und er merkt das schon, 7 Sekunden Reload mit 420 Alpha ist wesentlich besser als 9 Sekunden Reload mit 360 Alpha des Progetto 65. Also das ist ein Vergleich, in dem der Leone ganz, ganz weit die Nase vorn hat. Der dritte Schuss lädt dann 9 Sekunden und der vierte Schuss lädt 11 Sekunden. Das bedeutet in Umkehrschluss, wenn man den Progetto auf maximale DPM oder Feuerkraft spielen möchte, nutzt man immer nur den letzten Schuss und hält sich die drei anderen sozusagen in Reserve. Beim Leone spielt man immer auf den zweiten Schuss, das heißt, man hat immer nur einen Schuss auf Reserve. Ja, und ich denke, genau da liegt der Balance-Faktor. Beim Progetto hat man immer diese anderen drei Schüsse auf Reserve, wenn man die maximale DPM nutzen will. Beim Leone halt nur ein. Oder man entscheidet sich dazu, zwei Schüsse auf Sicherheit zu haben, lädt dafür dann aber stets 2 Sekunden länger nach. Ja, beziehungsweise wenn man 3 Schuss in Reserve haben möchte, lädt man weitere 2 Sekunden länger nach. Das heißt, man ist dann bei 11 Sekunden. An der Stelle vielleicht noch ganz wichtig sei gesagt, das Garneling und die Streuung sind in Ordnung, aber kommen überhaupt nicht an den Leopard 1 ran. Ja, also eher vergleichbar mit dem Progetto 65 statt mit der Godlike Kanone des Leo 1. Also unterm Strich, wenn man so möchte, ist es ein Leo 1 mit etwas schlechterer Mobilität und etwas schlechterer Feuerkraft in Bezug auf Gunhandling, Genauigkeit und Durchschlag und so weiter. Dafür hat man halt ein bisschen Panzerung an der Kanonenblende und dieses Revolvermagazin für den Fall aller Fälle. Unterm Strich muss ich sagen, dass mir der Panzer sehr gut gefällt. Ich finde ihn sehr gut gelungen. Es ist vor allem ein Panzer, der der easy to learn ist. Das heißt, man kann ihn ganz normal wie ein Leopard 1 mehr oder weniger spielen, über einen kompletten Clip raushauen, wie einen reinrassigen Autoloader spielen oder immer nur den ersten raushauen, wie auch immer. Damit wird man definitiv gut mitspielen können. Aber er ist sehr hard to master. Das heißt, das maximale Potenzial, da mit diesem zweiten Schuss, der am schnellsten nachlädt, rauszuholen und das in den stets sich ändernden Bedingungen, ja, in dieser aktuellen schnellen Meta, ich glaube, da liegt dann wirklich die Kunst. Zum Event an sich, was soll man dazu sagen? Absolut reinster Cash-Grab natürlich. WG hat das letztes Jahr mit dem Objekt 780 ausprobiert, was übrigens Mitte des Jahres war. Und das ging ja weg wie warme Semmeln, ja. Und jetzt ist es wahrscheinlich der Ersatz hier für den Schwarzmarkt. Obwohl, vielleicht kommt noch ein Schwarzmarkt, ich weiß es nicht. Also jeder, der genügend Ressourcen hat, der wird sich selber nicht davon abhalten können, diesen Panzer zu holen und da fett reinzubuttern. Und jeder, der ja nicht Ressourcen hat, beziehungsweise die nicht ausgeben möchte, ich sag mal, der verpasst auch nichts. Also in der Hinsicht ist es schon mal fair. Es ist kein BZ-176, der ich ins Spiel findet, der absolut broken ist und alles in Grund und Boden fährt. Eine Frage hätte ich noch zum Schluss. WG, ihr nennt alle Fahrzeuge jeweils in ihrer Landessprache, aber warum nicht Carro de Combattimento Leone? Also warum nicht einfach Leone nennen, wie Rinoceronte oder Minotauro oder Progetto? Verstehe ich nicht. Aber gut, das wird vielleicht auch noch geändert. Ich nehme das Video ein paar Tage im Voraus auf. Genug geschnackt, würde ich sagen. Zeit für eine Runde Live-Gameplay. Oder auch zwei. Ich nehme das Ganze gerade ziemlich spät nachts auf. Und deswegen werden wir wahrscheinlich viele Top-Tier-Matchups bekommen. Obwohl ich spiele eigentlich... Ja, aber ich weiß nicht. Ich spiele kaum nachts und ich kann ehrlich gesagt... kenne ich die Meta nicht. Ja, also was da viel unterwegs ist oder auch nicht unterwegs ist. So, wir spielen Minen aus dem Norden. Das sollte natürlich in den meisten Fällen bedeuten, dass man auf den Hügel hochfährt. Aber vielleicht in diesem Falle nicht. Auf jeden Fall möchte ich diesen Schuss nicht abgeben. Den nächsten kann ich aber wieder abgeben. Könnte ich den Break checken? Ja, könnte ich eventuell. Kommt hier noch jemand hoch? Der Standard ist aber One-Shot. Das heißt, ich muss mich vom Hügel wieder runter droppen lassen. Okay. Sehr hitzige Anfangsphase. Ihr habt gesehen, was ich gemacht habe. Habe auf den Skoda ganz kurz abgewartet mit dem zweiten Schuss. Oder um den zweiten Schuss erstmal reinzuladen, habe ich ganz kurz abgewartet. Und habe somit meine DPM gewahrt. Ja.
Ja, das ist natürlich super, wenn du Minen aus dem Norden spielst und deine schnellen Autoloader-Mediums, wie zum Beispiel so ein Schar, nicht Richtung Hügel fahren. Das klassische Aussitzen, ich glaube, ihr alle kennt es. Einfach rumsitzen und nichts tun, das ist leider diese Karma. Okay, wie kann ich denn mein Fahrzeug hier irgendwie sinnvoll einsetzen? Okay, ich gehe direkt auf. Ja. Sehr schön übrigens zu sehen, ne, die 420 Alpha, wenn die high rollen, sind es ganz schnell mal 450 und dann ist das fast schon eine Heavy Alpha, ne? Also wirklich, wirklich überhaupt kein Vergleich zu den lappigen 360 des Progetto. Ja, jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher, wann, ob ich aufgehe, wer mich aufmacht oder wie auch immer. Ob ich hier gegen den Progetto irgendwie fighten kann. Okay, was hat er? Ach, da ist ein Felsen im Weg, okay. Schutz noch nicht durchschlagen, ja, wahrscheinlich ist eine Gunblende getroffen. Okay, nach dem Schuss gehe ich auf, das heißt, ich kann mir vorher hier den Progetto ein bisschen zurechtlegen, sozusagen. Ja, versucht hier rein zu blinden. Sehr gut. Neben der Kanone in den Turm. Bin wieder offen, er hat den kürzeren Intraclip, glaube ich, mit 4 Sekunden. Jetzt sehe ich aber da oben, dass da ein BZ-166 auf den Hügel fährt. Was bedeutet, dass ich hier eigentlich weg muss? Ja, weil er könnte sich hier oben einfach halt down hinstellen und anfangen, mich wegzuklatschen. Und darauf habe ich gar keinen Bock, weil ich bin immer noch ein Leopard 1. Er kann mich ohne weiteres durchschlagen. Kommt er ran? Nee, er kommt da nicht ran. Okay, dann versuche ich nochmal den Progetto hier einen mitzugeben. Ja, nicht ganz. Bin aber auch nicht aufgegangen. Sehr gut. Teammates passen auf. Sehr gut. Na komm. Ja, kommt, kommt, kommt. Ja, will keinen Treffer von ihm riskieren. Ja, es ist. Mine ist halt immer so ein Popel. Weißt du, so. Ein Schuss nach dem anderen. Wieder zurücklehnen, warten. Oh. Ist schön, dass es langsame Gefechte gibt, aber. Ich habe dann lieber doch mehr als nur eine Möglichkeit, das Gefecht zu gestalten. Aber gut, whatever. Darum soll es heute hier gar nicht gehen. Letzter Schuss durch sein Drum. Und raus ist er. Ja. That was never me. Well, ja, jetzt warst du es tatsächlich nie. 323 Pen auf der APCR ist, sage ich mal, Durchschnitt unter den 10er Premium-Munition. APCR ist natürlich sehr schön. 1400 Meter Sekunde. Nicht die schnellste, nicht die langsamste APCR. Alright. Da jetzt der Progetto an der Ecke weg ist, könnte man noch glatt versuchen, da vielleicht mal den LP zu pushen. Gemeinsam hier mit dem Char, der auch noch nicht viel gemacht hat, glaube ich. Ich muss auf jeden Fall erstmal hier diesen Badget beschießen. Oh, der sich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnt. Ah, da muss man vorsichtig sein. Okay. Und mit ihm raus sollte... Never mind. Ich wollte gerade sagen, sollte uns eigentlich niemand mehr von diesem Hügel-Repush abhalten können, aber... Ups. Der fährt jetzt einfach noch ganz entspannt so eine Su-130 mit auf den Hügel. Ich gebe dem Char auf jeden Fall mal ein bisschen Rückendeckung. Nice. Naja gut, so viel zur Rückendeckung. Es ist so ekelhaft hier, ne? Wait, Dive, jetzt könnte mich der BZ von da drüben sogar schon beschießen. Die Su kommt ran. Ist so neugierig. Hier ist er, kassiert ein. Weiß er, dass ich einen Autoloader habe? Eventuell. Da hinten. Uiuiui. Objekt 780. Aha, aha. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Gut gepickt von ihm. Genau in dem Moment, in dem ich nicht hinschaute. Ich sollte ihm auf jeden Fall seinen Turm durchschlagen können, aber muss ihn halt dafür irgendwie besser treffen als jetzt gerade. Vielleicht habe ich Glück und einer unserer Jagdpanzer kommt dran. Er piekt einfach raus. Jetzt wäre ich einfach weggejudelt. Hi. Ey. Oh, wait, what the hell? Junge, that's not how you play World of Tanks und so. Da geht definitiv noch mehr, obwohl ich mir hier gar nicht so sicher bin, ob auf dieser Karte mit einem Panzer ohne Panzerung dann doch noch so viel mehr geht. Egal. Equipment-technisch würde ich euch übrigens empfehlen, auf jeden Fall ein Stabi dabei zu haben. Und dann, ja, denke ich mal, ist es persönliche Präferenz. Ich habe ein Setup mit einer Lüftung und mit einem Turbolader, welches ich gerade aktiviert habe. Und ein Setup mit, den Schuss möchte ich noch durchladen, einer Lüftung und einer Zielführung für offene Karten, damit da die Schüsse so genau wie möglich reinfliegen. Ja.
Das im Groben und Ganzen. Aber Sichtweite funktioniert sicherlich auch gut und so weiter und so fort. Achso, ich sehe ja gerade, ich stehe komplett falsch hier. Hier muss ich durch, eben. Das ist die neue Lücke. Ganz genau. Und da mache ich die Gegner auch auf. So sieht's aus. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Den Schuss möchte ich wieder durchladen. Erinnert euch, ich möchte auf dem zweiten oder halt dritten Schuss spielen, je nachdem, wie rum man das betrachtet. Abgeprallt. Piekt er nochmal? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Es sind jetzt ganz schön viele Panzer da unten. Wow. Das ist ja... What? Sehr gut. Zwei Drittel des Gegenteams, ne? 10 Panzer da unten an der Brücke? Das sollte eigentlich im Umkehrschluss bedeuten, dass wir vielleicht hier in der Mitte etwas offensiver spielen können. Beziehungsweise vielleicht sogar die Mitte einnehmen könnten. Ich mach das mal. Kann sein, dass es jetzt zu ungeduldig schon ist. Aber ich fahre mal ein Stück weiter und sollte nämlich von hier den Leuten da an die Seite schießen können. Nämlich gerade auch anderes zu tun, anderes vor. Der VZ entleert sich gerade. Er ist wahrscheinlich jetzt am Nachladen. Das heißt, ich gebe ihm nochmal einen mit. Kann ihm noch einen mitgeben, weil der dritte ist ja der mit der höchsten DPM. Genau, und auf dem möchte ich jetzt sozusagen weiterspielen. Angenommen, ich möchte hier weiter offensiv spielen. Okay, gut. Er startet mich an, aber guter Move. Hab hier 3 Schüsse mehr oder weniger for free reinbekommen. Und kann jetzt eventuell von hier versuchen, das Feld irgendwie anzugreifen. Mein Mikrofon hat sich gerade ein bisschen gelockert. Hab nicht so wirklich Bock auf so ein FV4005 oder so im Busch. Der da hinten definitiv stehen könnte. Aber gut, erstmal hier so ein kleinen T95 mitnehmen. Der Karo hat 8 Sekunden Intraclip, kann also getrost noch einen machen. So, diese T95 will unbedingt da in diese Ecke reinkrabbeln. Well. Okay, na dann. Tu, was du nicht lassen kannst, mein Guter. Ihr seht schon, ne? Der Damage Output, das ist ein bisschen highrollen und zack, bist du fast beim Heavy Alpha. Also, der kann mich nur wiederholen. Das ist auch das, was mir am meisten aufgefallen ist. Du denkst erstmal, du spielst einen Progetto, bei dem man so hier, 360 da, low rollste, machst du gerade so 300 Alpha Damage. Aber hier, ey, das ist ein Damage Output, der wirklich nicht zu verachten ist. Doppeltrack. Noch ein. Hopp. Und ich kann nochmal mit dem traden, weil mehr Alpha Schaden, nachdem dieser Schuss nachgeladen sein wird hier. Und hopp. Und er ist raus. Einfach so gerade, fast einen gesamten STB-1 gelöscht. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich die größte Auffälligkeit, sage ich mal. Oder die größte Überraschung, diesen Panzer betreffend für mich. So, jetzt muss ich hier sehr vorsichtig sein. Das, was ich mache, ist super riskant. Kann nämlich sein, dass stets jemand von links anklopft und mit mir hier Geschäfte machen möchte. Ne? Und falls es der gegnerische FV ist, dann möchte ich da ungern nur Geschäfte machen. Okay, nett von ihm. Jetzt kann ich die DPM hier spielen lassen. Der flog komischerweise einfach nur in den Boden rein da, aber gut. Hopp, okay. Ja, VK stark gepanzert frontal. Sieht mich aber immer noch nicht. Ich bin gleich wieder nachgeladen. Probiere ich nochmal. Jetzt ziehe ich mich tatsächlich mal ganz kurz zurück. Ich weiß, dass der CC auf dem Feld steht, aber wer weiß, wo der Rest der Gegner steht. Hopp. So entspannt macht man 6k Damage. Junge, du alter Verwalter, das ging gut ab. Der Panzer hat eine starke HE, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ne? Ist natürlich bei Autoreloadern immer schwierig einzusetzen, weil man komplett nochmal nachladen muss. Ich weiß nicht, warum man einen Autoloader intuieren kann mit einem gesamten Clip, aber so ein Revolvermagazin nicht. Ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ne, mit einem regulären Autoloader hätte ich jetzt alle 4 umladen können mit einem Mal. Bei dem nicht. I don't know. Hat er nicht da oben so einen kleinen Weakspot? Ja, hat er. Den habe ich auch getroffen. 472, Junge. Das Ding schallert den Damage raus. Das gibt's nicht. Gute T. Okay, okay. Teammates übernehmen das Tanken. Ah, und da hinten ist der FH. Gut, ich habe damit befürchtet, dass er vielleicht da steht oder hier stehen würde. Aber nee, nee, nee. Er macht hinten den Ecken-Johnny. Ja, der kommt nicht an mich ran hier, glaube ich, weil diese Hügel hoch genug sein sollten. Aber, ah, ja, du kommst natürlich an mich ran. Ja, richtig.
Achso, und er ist schon tot. Eieiei, okay. Und er hat jetzt auch nur ein Ziel hier, nämlich den neuen Tank zu killen. Guck mal, da ist 5 Tanks neben dir hinter dir. Ja, gut. Boah. In einer Tour brutal durchmarschiert. Holy moly. Ja, tut mir leid, Leute, jetzt bin ich angefixt. Der Panzer macht der Spock zu spielen. Müsst ihr euch noch eine Runde geben. Ehrenberg. Okay, das wird eine Herausforderung. Eine Sache möchte ich gerne noch dazu sagen hier. Das wird sicherlich auch in den Kommentaren aufkommen. Ich spiele den Panzer natürlich maximal ausgerüstet. Bond-Equipment drin, oder verbessertes Zubehör, meine ich. Das für Anleihen, dann natürlich nur Premium-Munition und eine maximal ausgebildete Besatzung. Also das Beste vom Besten, alles was geht. Hat man nur Standard-Zubehör, nutzt man Standard-Munition, wird es natürlich ein bisschen schlechter sein. Aber ich sag mal, die Essenz des Panzers bleibt an sich die gleiche. Und ich sag mal, 90% des Panzers funktioniert auch basic. Mit dem Basic-Setup, sag ich mal. Ja, so viel dazu. Oh. Aha, okay, die sind da drüben unterwegs. Der ist da unterwegs. Ich fahre sehr gern zu Beginn hierhin, um halt Leute abzufangen, die hier einfach quer übers Feld fahren. Aber wenn ich das richtig sehe, könnte man ja fast dieses 277 hier flankieren gehen, ne? Man klemmt sich hinter diesen kleinen Schutthaufen hier. Aber er hat einen EN-100, der hilft, ne? Ja, der EN-100 kann da eigentlich nicht ranfahren, ne? Ich probiere das mal. Mal gucken, was geschieht. Hallo. So, ganz wichtig, dass ich vor diesen TDs da hinten in Sicherheit bleibe. Trackshot für dich. Ah, und der EN-100 guckt schon. Okay, aber ich sollte trotzdem safe sein, oder? Oder nicht? Oder doch? Nee, da sind überall Löcher in der Ruine drin. Ja, vielleicht bin ich safe, vielleicht aber auch nicht. Er glotzt mich auf jeden Fall an, der EN-100. Jetzt glotze ich aber zurück. Er glotzt auch zurück. Aua. Okay. Was das jetzt gewollt war, dann... Arschloch. Hat er gut gemacht. Naja, obwohl er sich auch die ganze Zeit einschenken lässt, da von den meinen Teammates. So, du kriegst aber noch einen von mir da oben. So, Leute, wenn ihr ihn jetzt finishen könntet, ich wäre sehr verbunden. Mein Turm schaut hier raus, oder? Oder doch, oder nicht? Oh, thanks. Dankeschön. Okay, naja. War es das jetzt wert? Eher nicht, ne? Okay. Ja. Muss ja reinspringen. Okay. Oh, gleich der nächste hier. Okay, der hat sich aber sofort verabschiedet. Der Udes soll dann nicht mehr an mich rankommen. Jetzt wäre es natürlich schön, ein paar HP zu haben, ne? Hätte man natürlich direkt hier flankieren können. Aber... auf One-Shot schießt eh keiner, richtig? Deswegen... ich mache hier so semi-offensiv ran. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, was der Doppelrotter macht. Ich habe irgendwas aufgeklärt. Was? Wie zur... Trackshot? Die beiden sind sich gerade nicht ganz einig. Zack. Okay, sehr gut. Das hat super funktioniert. Muss vorsichtig sein, ne? Vielleicht fährt der Udes weiter, wenn da hinten schon ein 113er durchgepusht ist. Ja, wenn der Udes da hochfährt, dann kann er mich killen. Was zur Hölle ist denn hier schon wieder nicht richtig? Okay, das war ein absolut grüner Pennmarker, aber der ging nicht durch, der Schuss. Was macht er da mit seiner Maus, der Kollege? Und warum hat er einen Schlafanzug an? Kommst du? Der E4 kommt mich holen, ne? Also ich bin ganz ehrlich, ich sehe gerade hier gar nicht durch. Ja, die Maus ist jetzt tot, wow. Also. Zu der Runde sagen, Chat. Ach, Zuschauer meine ich. YouTube! Ich wette, der FH geht nicht gleich hinten aus der Ecke, hä? Zack, Kopfkette gestellt. Und er holt ihn, okay.
Absolutes Chaos. Aber ihr seht wieder, ne, auch hier wieder die Feuerkraft. Ich sag euch, wäre ich im Progetto, ich hätte nicht mal Hälfte des Damage gemacht. Das ist wirklich ein riesen Unterschied, wie man mit diesem Fahrzeug den Damage raushauen kann im Vergleich zum Progetto 65. Okay, es fehlt noch ein FV, aber der... Hä? Was er da noch stehen würde, dann wäre er doch jetzt längst gespottet. Er steht wahrscheinlich hier um die Ecke. Kann auch sein, dass er E1 steht oder nach B1 durchgefahren ist. Oha. Ja. Kann sein, dass er hier drin steht, auf dieser Insel. Natürlich eine sehr komische Position. Kann auch sein, dass er da ganz drüben steht. Nee, nee, nee. Ich denke, er steht ganz drüben. K0. Da hatten wir nämlich keine Verbündeten. Weil die Verbündeten, die da sind, die sind alle durch die Mitte gefahren. Und keiner hat K0 gecheckt. Okay, jetzt kommt natürlich die gute Mobilität hier sehr zum Tragen. Ja, kann hier ganz entspannt die Flanke wechseln. Ich meine, gut. Ja, obwohl, er kann gut mithalten, ne? 59 km/h Topspeed. Ich glaube, das ist jetzt das Setup ohne Turbo, wenn mich nicht alles täuscht. Und da steht der FV mitten auf dem Feld. Sollte hier gleich rankommen. Bitte. Well. Ja, ne? World of Tanks, wie es lebt und wie wir es alle lieben. Ja. Alright, also drei kurze abschließende Worte zu dem Panzer. Ich denke, er ist gut gebalanced. Er ist stark, aber mit einem hohen Skill Cap. Man muss ganz genau wissen, was man tut. Zu dem Event kann ich mich nur wiederholen. Was ein Quatsch, aber es funktioniert halt und aus oder wirtschaftlich betrachtet, ja, würde ich aus WGs Sicht auch sagen, warum nicht? Jeder, der sich's nicht leisten kann oder möchte, der kauft sich den Tank halt einfach nicht. Mag ein bisschen blöd klingen, aber so ist es doch am Ende des Tages. Sonst lasst mich gern wissen, ob ihr euch dieses Fahrzeug holen werdet. Für welche Ressourcen ihr den Panzer kaufen werdet. Wir CCs müssen uns den auch selber kaufen. Auf den Presseaccounts bekommen wir die, aber das sind ja nicht unsere Accounts und die sind ja auch immer nur ein Jahr gültig. Auf unseren Hauptaccounts müssen wir selber die ganzen Ressourcen rausbuttern. Ja, und lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Fahrzeug haltet. In dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ressourcen rausbuttern und wir sehen uns zum nächsten. Bis dahin. Peace.